Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind wieder auf Neu-Millibrunn unterwegs und zwar mit dem Fenz. Bin ich hier gerade auf einer kleinen Bergtour und ihr ahnt es vielleicht, ich habe meine Drohung wahrgemacht, denn ich habe ein neues Feld gekauft und natürlich jetzt keines, was direkt um die Ecke ist, sondern wir haben hier diese schöne zukünftige Bergwiese uns angeeignet. Wir sind hier mit den Bauern übereingekommen und mein Steuerberater hat gesagt, schau mal auf dein Konto, du hast jede Menge Geld und du musst es für dich arbeiten lassen. Also habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dieses Feld zu kaufen. Das ist richtig groß und wir machen daraus auch eine Wiese, eine Bergwiese, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir mit unserer Wiese auf der anderen Seite vom Tal eventuell nicht hinkommen, was Gras angeht. Und ich zeige euch das mal ganz kurz auf der Karte. Wir haben hier Feld Nummer 1 gekauft, hat fast 2,6 Hektar, hat auch einen guten Ertragswert. Nein, Bodeninformationen brauchen wir nicht mehr, die haben wir schon gekauft. Und da ist jetzt, sind Rüben drauf, beziehungsweise Karotten. Und ich glaube, die werde ich unterpflügen, denn ich habe da eigentlich keine Lust darauf, lange noch zu warten. Wir werden das ganze Feld hier jetzt ready machen. Das heißt, es wird gepflügt, gekalkt, gedüngt und dann können wir richtig arbeiten mit einer schönen Wiese. Und der Plan ist natürlich auch irgendwann früher oder später hier die 27 zu kaufen für knapp 60.000, weil auf der Fläche können wir dann auch noch ein bisschen bauen. Aber da lassen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Zeit, denn oben hier auf der 29, wo wir ja kräftig hier Kuhstall und Schafweide haben, Schafstall, da bringen wir das Ganze erstmal zum Laufen. Der Hintergedanke ist so ein bisschen, da wir ja diese Wiese hier praktisch auf einem ehemaligen Waldboden und so weiter. Und ich habe so meine Bedenken, dass wir hier gute Ertragswerte bekommen, weil ich habe so das Gefühl, wir werden hier diese ganze Fläche noch mulchen müssen. Denn ihr seht es hier an diesen schwarzen und an diesen Lehmflecken, weil das sind ja die Bodenwerte bzw. die Bodeninformationen. Und das sind immer an den Stellen, wo ich mal Baumstümpfe entfernt habe und dann natürlich auch den Boden. Und ich habe so das Gefühl, dass die meiste Fläche überhaupt nicht hier relevant ist, was das Düngen und Ähnliches angeht. Aber wir werden es sehen, weil wir ja noch kein Jahr durch sind. Im Prinzip hier mit 80 stehen wir gar nicht mal so schlecht da. Lassen wir uns überraschen. Aber beim ersten Schnitt war ich jetzt nicht ganz so zufrieden mit dem Ertrag. Das waren dann, glaube ich, auch nur 6 oder 7 Ballen. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wir haben genügend Mittel zum Einsetzen und deswegen werden wir dieses Feld hier dann entsprechend bestellen, auch ein Grasfeld machen und dann eben ähnlich wie auf der anderen Seite des Tals am Berg, werden wir dann hier dann auch einen kleinen Hof hinsetzen und ich denke hier ebenfalls dann auch Milchkühe und dann haben wir hier wirklich zwei Destinationen hier direkt am Berg und hier unten haben wir dann unsere Molkerei. Wir werden dann auch in Kürze hier die Getreidemühle einkaufen und Feld Nummer 26 habe ich übrigens auch schon gekauft, da ist ja auch Getreide drauf. Also es gibt viel zu tun, dort werden wir jede Menge Stroh machen und auf dem Hof hat sich auch ein bisschen was getan. Ja, man sieht es hier noch nicht, aber lasst euch überraschen, hier kann man es schon erahnen, es ist eine neue Produktion an den Hof gekommen und da sage ich gleich später noch ein bisschen mehr dazu. Okay, wir steigen in unseren Fendt und fahren jetzt erstmal wieder zurück zum Hof. Und da fällt mir gerade ein, wir könnten natürlich auch mal wieder den Verkehr einschalten. Ne? Die werden jetzt bestimmt hier gleich um die Ecke kommen. So, das ist hier ganz schön hügelig hier. Da müssen wir dann auch mal schauen, ob wir uns das ein bisschen zurecht basteln mit ein bisschen Bodenbearbeitung. Ja, wie gesagt, wir haben jede Menge Geld auf dem Konto und hier in Neu-Millibrunn, da lassen wir es dann richtig krachen mittlerweile. Wir können also wirklich Aktionen hier, Action machen und wir sind jetzt im Juni. Das heißt, wir gehen auch demnächst in die Ernte und da gibt es dann auch jede Menge zu tun. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben Schweinchen, wir haben Hühner, wir haben Schafe, wir haben jede Menge Kühe, Milchkühe und werden dann auf jeden Fall Stück für Stück auch in die Produktionen langsam einsteigen. Und was sich am Hof getan hat, das zeige ich euch gleich. Da werden wir uns nämlich heute in der heutigen Folge ein bisschen darum kümmern, dass wir das Ganze auch zum Laufen bekommen. So, jetzt geht's hier wieder rein.
Dann fahren wir nämlich mit dem hier gerade mal rüber zu unserer BGA, weil da können wir nämlich dann auch ein bisschen was machen. Denn ich habe mir ja auch ein bisschen das Leben leichter gemacht. Ich habe ja hier in dem Schweinestall jede Menge Mist. Und da haben wir uns hier diese Förderschnecke geholt. Damit können wir jetzt den Mist ohne Probleme dann überladen und entweder in die BGA werfen oder, und das seht ihr gleich, wenn ich hier den Fendt geparkt habe. Hier ist noch ein bisschen Platz, da passt er rein. Zup. Jo, da kommen wir gerade durch, denn wir haben ja jede Menge Gelände hier hinter der BGA und ich habe mir gedacht, wir machen mal hier diesen Schrebergarten hin und ihr kennt mich, was ich mal lieben gelernt habe, kommt immer öfters auf die Karte. Das gleiche haben wir nämlich auch auf der Galgenberg. Das Schöne hier an dieser Produktion ist nämlich, dass wir hier jede Menge produzieren können. Tomatensalat, Erdbeeren, Kartoffeln, Sonnenblumen, Zuckerrüben, Soja und was mir am wichtigsten ist, nämlich Mais. Mais, denn unsere Schweine fressen uns die Haare, den Mais aus dem Silo. Und da habe ich mir gedacht, hier können wir auf jeden Fall ein bisschen Futtermais dann automatisch laufen lassen. Das Ganze dann kann man entweder nur mit Wasser machen, dann ist natürlich der Ertrag überschaubar. 2 Wasser, 3 Mais. Oder wir können natürlich hier arbeiten, zum Beispiel mit Saatgut und Mineraldünger. Dann ist natürlich der Ertrag deutlich, deutlich höher. Wir werden aber hier einsteigen, weil Mist haben wir jede Menge und jede Menge und deswegen werden wir hier also erstmal anfangen, den Mist hier rüber zu bringen und ein bisschen Saatgut. So, und das heißt, dazu schnappen wir uns, lass mich mal schnell schauen, ups, so, hier lang. Lasst mich mal schnell schauen, ja, den Waltra. So, Dele. Und dann setzen wir hier gleich mal unsere Mistschnecke ein. Okay, ich muss erst dazu wieder mal die Hilfe einschalten, weil sonst sehe ich es nicht. Okay. So, weil wenn wir drunter stehen, können wir nämlich meines Wissens das Ding direkt einschalten. Also wenn wir drunter stehen. Motor stoppen, Abkippseite, hier abladen, nein. Ja, ich muss jetzt gerade wieder überlegen. Oder wir müssen erstmal hier einsteigen und Befüllung starten. Den Motor starten. So. Ja, wir stehen noch nicht drunter. Wir stehen noch nicht drunter. Okay. Weil da müsste nämlich auch gleich kommen. Kann doch jetzt nicht so schwer sein, das Teil hier zu treffen. Jetzt haben wir es. Okay, sehr schön. Das kann aber nicht alles gewesen sein. Denke ich doch. So, weil in den guten Strautmann passen ja 8000 Liter. Das bringen wir jetzt rüber zu unserem neuen Gewächshaus. Dann können wir auch gleich mal gucken, ob ich hier ordentlich gearbeitet habe, ob wir hier auch ordentlich fahren können. Ah, da ist eine kleine Welle, aber das ist okay. So, Dele. Einmal Mist abkippen, aber ich glaube, da passt gar nicht so viel rein. Oh, ich irre mich. Da passt doch jede Menge rein. Doch, 10.000, kann das sein? Wir schauen mal. Okay, wir schauen mal in die Produktion. Oh, da passt jede Menge sogar rein. Da können wir gleich noch eine zweite Fuhre reinkippen. Ja, gut, auf der anderen Seite können wir hier auch direkt über die Wiese fahren. Dann können wir gleich mal testen. Ja, das passt soweit. Denn die Wiese wird bald auch Geschichte sein, habe ich so das Gefühl. Denn im Zweifel machen wir ja noch ein zweites Gewächshaus hin. Ja, das klappt, das passt. Eine kleine Welle muss sein. Sonst ist es doch zu steril hier auf dem Hof. So, jetzt mal schauen. Ich glaube, ich habe auch die Schnecke zu weit drin, oder? Kann das sein? Ja, die ist zu weit drin. Ich glaube, ich muss da ein bisschen rausfahren mit dem Teil. Ach, man sieht es auch. Ja, klar. So.
So. Jetzt müsste doch gut sein, oder? Okay. Ja, also, jetzt klappt's doch. Jetzt klappt's auch mit dem Nachbarn. Sehr schön, ja, das soll's erstmal sein. So, rechts haben wir ja unsere Wasserentnahmestelle. Und die wird dann automatisch Wasser in unser Gewächshaus bringen. Dann müssen wir uns dann gar nicht mehr groß darum kümmern. So, abladen. Aber da muss ich jetzt gerade mal schauen, was denn unsere Wasserpumpe hier sagt, was da drin ist. So, wir haben noch gar nicht auf Verteilen, obwohl GH ist meines Wissens Gewächshaus, das müsste eigentlich verteilen. Ja, wir lassen uns mal überraschen, was macht denn unsere, okay, die Grassilage da oben ist verarbeitet. Was macht denn unsere Gülle? Wunderbar, es arbeitet. Elektrische Ladung verteilen. Ja, ich glaube, wir haben genügend hier drin, wir können jetzt auch mal ein bisschen verkaufen. Und direkt verkaufen. Sehr schön, da kommt auch gleich wieder Kohle rein. Ja, das läuft ja wie am Schnürchen. Ja, mittlerweile muss man sagen, ich glaube, müssen wir uns wirklich keine Gedanken mehr machen. Hier, der Wirtschaftskreislauf ist am Arbeiten und arbeitet für uns. So, jetzt was wir noch brauchen, ist Saatgut, glaube ich. Das war's, oder? Saatgut und Wasser. So, wir schauen nochmal. Wir brauchen Mais. Okay. Saatgut. Heidenei. Jetztle. So, dann kaufen wir hier mal ein bisschen Saatgut ein. Da sind wir mal großzügig. Ding, 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 ding. Schweinefutter. Saatgut. Da war es. So, ich lass mal 6000. Das sollte reichen. Damit wir das Ganze erstmal zum Laufen bringen. Auf unserer wunderschönen Alpenmap. Neumini-Brunn hier. Und das ist, glaube ich, jetzt schon Folge 89. Also wir sind bald bei 100. Und jetzt haben wir doch ganz schön hier was gewuppt. Und es tut sich was. Ich habe ja auch ein paar Laternen, ein bisschen dekoriert, Bäumchen angebracht, ne? Sudele, da hinten auch ein bisschen. Da haben wir noch ein paar Bäumchen. Hier haben wir jetzt Laternen, damit wir endlich Licht am Fahrrad haben. Ja, es tut sich was, es tut sich was. So, ist alles drinnen? Es ist alles drin. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch das Wasser, dann kann es losgehen. So, was wir auf der Fläche machen, weiß ich noch nicht, aber wir könnten natürlich dann auch nochmal eine Halle hinstellen. Ansonsten haben wir ja hier unsere große Hörmann für die Großgeräte und das ist ja im Moment auf jeden Fall unser New Holland und unser Häcksler. So, und was ich mir gut vorstellen kann, ist in Kürze werden wir uns auch noch eine Presse kaufen, aber dann werden wir Quaderballen machen, weil ich denke, Quaderballen auf der Größe des Feldes, also das neue Grasfeld, was wir jetzt gekauft haben, da könnten wir mit Sicherheit Quaderballen pressen, weil das ist so groß, dass wir da zügig durchkommen. Und jetzt merke ich gerade, dass, glaube ich, unser Wasserfass oben ist, oder? Naja, wir warten einfach mal ab, ob um 12 Uhr Wasser geliefert wird. In der Zwischenzeit machen wir Folgendes, weil, das haben wir glaube ich in der letzten Folge, habe ich deshalb per Zufall bemerkt, dass hier ja immer noch ein Grasballen liegt und wir wollen ja nichts verschenken, ne? So, dann schnappen wir uns den nämlich. Und den haben wir uns nämlich verdient und ich glaube irgendwann mal beim letzten Mal, als hier der Auftrag war, haben wir den vergessen. So, das ist jetzt alles ein bisschen unübersichtlich. Ja, ist eigentlich auch nicht die korrekte Ausfahrt. Aber wenn wir schon hier oben sind, dann lasst uns mal ganz kurz gucken. Links die Molkerei haben wir ja schon gekauft. Was kostet uns denn die Mühle? Ja, macht die Tor auf, macht weit die Tür oder so ähnlich. Sudele. Wo ist denn, wo ist der, da ist er, da ist er.
Was möchtet ihr denn? 96.000, ja. Bin ich norrisch. Naja, wir werden mal schauen. Im Moment haben wir denn eigentlich Material? Hätten wir denn Material für die Mühle? Könnten wir denn da schon arbeiten? Gerste, ja, das lohnt sich alles nicht. Das wird dann interessant, wenn wir eben anfangen hier mit diesem Feld hier. Das lohnt sich und das ist noch nicht erntereif. Das wird höchstwahrscheinlich ja noch 2 Monate dauern. Wann ist denn im September? Ja, das dauert noch ein bisschen länger. Und dann werden wir uns die Mühle kaufen und hauen dann das Material direkt hier in die Mühle. So, ja, okay. Jetzt bringen wir hier dann noch schnell das Gras. Das Gras zum Hof. Also man muss schon sagen, so ist, glaube ich, besser. Dann fahren wir hier mal rechts rum. Hier müsst kein Verkehr sein, meines Wissens. Und dann müssten wir mal schauen, ob wir unsere BGA noch ein bisschen füttern können. Da kommen sie wieder gerannt. So, rechts ist, links ist frei. Halt! Oh, da fliegt mir doch der Ballen weg. Meine Güte. Ja, jetzt steht bestimmt hinter uns. Ne, hinter uns steht keiner. Also eigentlich habe ich Vorfahrt. Ne, mein Freund. Naja, vielleicht hatte ich die Rundumkennleuchte nicht an, deswegen. Aber ich bin mir sicher, sie war die ganze Zeit an. So, hier geht's zum Hof rein. Wir bringen den Ballen ins Ballenlager. Weil den müssen wir erst auflösen, weil den können wir nicht ins Silo kippen so. Und da müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Im Zweifel bringen wir den später hoch zu unseren Schafen, weil die nehmen immer Ballen bzw. Gras. Na, komm weg damit. Sehr schön. Und auf dem Hof können wir das Ganze jetzt auch ausschalten. So, Freunde, das soll es mal wieder gewesen sein für diese Folge. Ich mache hier mal den Motor aus, stelle mich vor den Glas und... Nein, wir springen nochmal schnell hier zu unserer neuen, wunderschönen... zu unserem Gewächshaus und zu unserer Erweiterung. Wie gesagt, in der letzten Folge oder vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr, da haben wir jetzt hier diese Wasserstelle, diese Wasserpumpe. Oh, die macht ja richtig Krach, die arbeitet. Und unsere BGA und nebendran können wir jetzt... Okay, es tut sich was. Hier und wenn Wasser da ist, dann wird das Ganze auch hoffentlich gut aussehen. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hier die 89. Folge, neu mit die Brunnen unserer Alpenmap. Und ihr seht es, es geht zügig weiter mit Expansion, mit Erweiterungen und wir machen uns dann natürlich dadurch immer noch mehr Arbeit. Aber dafür sind wir ja auch hier und spielen den LS22. Ich sag Dankeschön und tschüss, ciao, servus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.